Ihr denkt euch sicher so, boah, schon wieder neues Intro, Mann, Alter, was ist das für Spaß, Alter? Leute, ich wollte euch nur mal mitteilen, dass ihr mitbestimmen könnt, welches Intro ihr gut findet und welches nicht so. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games auf dem gomhrd.net Server. Boah, Survival Games gab es jetzt schon so lange nicht mehr, das ist mal richtig krass, dass es jetzt endlich mal wieder Survival Games gibt. Und ja, ich fliege noch ein bisschen müde, deswegen ist auch die Facecam nicht an, weil ich bin erst aufgestanden und in der Früh sehe ich immer aus wie hätte jemand auf meinen Kopf geschissen, aber ist doch jetzt scheißegal. Ich würde sagen, wir starten sofort. Und da vorne ist eine Kiste hier. Ein Bogen. Und zweimal so eine Scheißspitzhacke. Wir haben nicht mehr Equipment. Finde ich echt ein bisschen doof. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein Schwert. Und eine Angel haben wir auch. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil damit können wir dann vielleicht immer den First Hit landen. Sollten wir die Runde schaffen, weil es meine erste Runde heute. Deswegen haut mich nicht, wenn ich ein bisschen verpeilt bin und ich manche Dinge nicht so mache, wie man sie eigentlich machen sollte. Und ja, ich bin sowieso teilweise nicht der Allerbeste und so. Und deswegen, ja, keine Ahnung. So, oh mein Gott, ich höre hier schon die ganze Zeit TNT. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich vor dem Video wieder ein anderes Intro gesehen. Boom, die beiden gleich getötet, das war nice. Ihr habt wahrscheinlich jetzt ein anderes Intro gesehen, vor dem Video. Und ihr denkt euch sicher so, boah, schon wieder ein neues Intro, Mann, Alter, was ist das für Spaß, Alter? Leute, ich wollte euch nur mal mitteilen, dass ihr mitbestimmen könnt, welches Intro ihr gut findet und welches nicht so. Ich bin nicht der Typ, der dann sagt, oh, das... Oh, der hatte gutes Equipment, aber den haben wir uns auch nur schnell gesnackt. So, jetzt ganz schnell hier rein. Weil da vorne sehe ich schon wieder einen Namen. So, was kann ich denn hier gebrauchen? Doch, der hatte doch eine Brust, oder? Der hatte doch eine Kettenbrust. Hä, wo ist die denn? Hä? Hä? Der hatte doch eine Kettenbrust, oder? Leute, der hatte doch eine Kettenbrust. Okay, dann hat er halt doch keine Kettenbrust. Tschüss. So, auf jeden Fall teste ich gerade Intros, weil ich selber nicht weiß, welche mir da so gut gefallen und welche eher nicht so. Und die zwei kämpfen da und der hat so das gute Equipment. Ich glaube, den werde ich dann jetzt einfach abstauben gehen. Wenn ich ehrlich bin. Ich würde ihn halt jetzt gerne irgendwie killen. So, komm her. So, den haben wir. Da vorne, der Typ, der rennt jetzt wahrscheinlich weg, weil er selber low ist. Oh, jetzt habe ich aber das Eisenschwert. Das ist auf jeden Fall nice. Ja, komm doch. Komm her. Komm doch zu mir. Ja, komm zu mir. Das gefällt dir, ne? Das gefällt dir. Scheiße, jetzt treffe ich den Typen nicht und jetzt gebe ich ihm die ganzen Pfeile. Egal, ich gehe jetzt einfach. Ich habe keinen Bock, mich jetzt mit dem anzulegen, ehrlich gesagt. Ist jetzt noch ganz schnell was und dann sofort weg hier. So, auf jeden Fall habe ich Schuhe. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe Schuhe. Sogar richtig stylische Nikes. Okay, da vorne ist der Typ. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber ich habe ein Eisenschwert. Von dem her sollte ich mich jetzt eigentlich nicht so ankacken. Weil ich meine Eisenschwert, hurray. Und ihr könnt mir mal sagen, was ihr von dem Intro haltet. Ich probiere nicht nur 3D-Intros, sondern auch 2D-Intros. So, den haben wir jetzt auch locker easy noch bekommen. Jetzt brauchen wir noch ganz schnell bessere Schuhe. Aber ich glaube, die Schuhe hier sind auch noch ganz in Ordnung. Wir gehen jetzt aber gleich weiter, denn 4 Leute im Deathmatch, vor allem wenn es die kleine Arena ist, ist immer richtig nervig. Hier ist ein Typ. First Hit. Okay, komm her. Oh mein Gott. Alter Schwede, das war eine richtige Low-Aktion von mir. Aber wir haben ihn trotzdem noch bekommen. So, da vorne wäre der nächste Gegner. Aber ich sortiere jetzt einfach mal aus, weil ich würde ganz gerne die Schuhe hier bekommen.
So, nice. Und da waren sogar noch Eisenschuhe. Hier, so. Full Iron sind wir. Wir haben jetzt halt leider nichts zum Enchanten, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, Chicken ist eigentlich ganz gut so. Weit, dann kann ich das ja noch wegschmeißen hier, so. Oh, Kacke. Bitte die große Arena, jawohl. So, und es leben nur noch 3 Leute. Ich würde sagen, ich halte mich jetzt noch ein bisschen bedeckt. Ne, man muss ja nicht gleich drauf gehen. Man muss es nicht tun. Man kann es natürlich tun, aber man muss es nicht. Und der hat jetzt natürlich ein Dia-Schwert. Das hätte ich natürlich ganz gerne, ne? Aber wer weiß, ob ich mir das leisten kann, dieses Diamantschwert. Also, alle noch so ein bisschen defensiv. Keiner weiß recht, wer jetzt das erste hier drauf geht. Weil bei so einem Dreierkampf ist es halt immer so, es gibt halt 2 Kämpfe und einer mischt sich dann halt ein. Meistens. FFA. Oh, der kommt jetzt zu mir, der Typ. Er muss aufmucken jetzt. So, einmal mit dem Bogen getroffen. Ja, toll. Und jetzt kommt der Typ hier auch noch an. Ja, und jetzt kommt... Das ist so scheiße, wenn 2 Leute auf einen gehen. So. Dann muss ich halt versuchen, irgendwie... Okay, den haben wir. Ja, das ist mies. Das ist mies, wenn er mich jetzt nicht fragen lässt. Das wäre echt eine Kackaktion. Schnell was essen jetzt. Okay, er lässt mich raggen. Jetzt hat er halt das Dia-Schwert. Wir können es aber trotzdem packen. Der verzaubert das jetzt ja wahrscheinlich auch noch. Nicer Dicer, das finde ich auf jeden Fall mega geil. Ich habe total viele Spinnennetze. Das heißt, ich könnte ihn quasi in so ein Spinnennetz packen und dann um ihn laufen und ihn dann töten. Das könnte ich natürlich. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt. Okay, er hat auch einen Bogen. Das ist schon mal nicht so das gute Zeichen. Und ich treffe den jetzt gerade nicht, weil ich bin gerade zu aufgeregt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin nämlich echt sehr aufgeregt gerade. So. Viel Life sollte er, glaube ich, jetzt nicht mehr haben. Ich sehe seine Effekte. Oh, der hat jetzt hier was gegessen über den Kuchen. Lecker, lecker, denke ich mir so. Ja, yes, GG. Puh, das war jetzt noch echt ein bisschen aufregend, muss ich sagen. Gut gespielt. Und ich dachte eigentlich, der hatte jetzt hier ein Diamantschwert. Ich schaffe das nicht, vor allem, wie ihr seht, Heiltränke hatte der auch noch einige. Aber wir haben ihn doch besiegt. Wir haben in der Runde total viele Leute gekillt. Das war eine wirklich extrem schöne Runde Survival Games. Ich wollte ja eigentlich Skywars aufnehmen, Leute. Das seht ihr hier. Aber die Server sind alle leer um die Uhrzeit. Da seht ihr mal, wie früh ich eigentlich aufnehme. Und, aber Skywars kommt auf jeden Fall noch, weil ich möchte alle Kids auch vorstellen und so. Und wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Intro jetzt zum Beispiel findet, aber ich werde auf jeden Fall noch mehr probieren. Und wenn ihr Intros erstellen könnt, ihr könnt mir gerne ein 2D oder 3D Intro erstellen. Ich werde mir die angucken und wenn sie mir gefallen, auch auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Dann würde ich sagen, das war's. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch ein Design erstellen, weil ich derzeit ein neues Design suche, beziehungsweise drum bastle. Lasst euren Kreativitäten freien Lauf. Ich würde sagen, macht's gut. Haut rein, lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und tschüss.